Also die Hypovereinsbank ist eine der größten europäischen Banken, die es gibt. Und gleichzeitig sind wir aber auch ein sehr regionales Unternehmen, weil wir mit unserer Filialwelt an Standorten sind wie Rosenheim oder Deggendorf oder Kiel oder Buxtehude und trotzdem unsere Zentrale in Mailand dieses gesamte Unternehmen steuert. Und somit pendeln wir zwischen sehr international groß und dann auf der anderen Seite wieder sehr klein und regional aufgestellt. Und das ist für die Azubis im Prinzip ab ihrem ersten Tag, den sie zu unserem Unternehmen kommen, Teil dieser Welt. Also wie ich auf die HVB aufmerksam geworden bin, ist so, ich habe damals die FOS besucht und es war halt so, dass wir da ein 6-wöchiges Praktikum machen mussten. Und als ich das gemacht habe, habe ich mich ja dafür entschieden, dass ich sage, ich mache eins in der Bank. Und dann die Eindrücke, die ich da halt bekommen habe, waren sehr positiv. Und die Filialleiterin, die dort tätig war, hat mir auch gesagt, ich soll mich dort bewerben, weil ich es gut gemacht habe. Und das war dann auch der Grund, warum ich das gemacht habe. Ja, ich habe mein Abitur ganz normal im Gymnasium gemacht, hatte dann überlegt, ich will ein duales Studium machen, weil ich die Praxis gleich haben wollte. Mein Bruder das auch gemacht hat und ich gesehen habe, dass die Abwechslung einfach ganz toll ist. Habe dann meinen Studienführer hergenommen und mal einfach geschaut, was wäre was für mich. Da war die HVB unter anderem dabei. Habe dann gedacht, ich bewerbe mich einfach mal. Und warum ich dann zur HVB gegangen bin, ist, weil das einfach mir vom Assessment Center am besten gefallen hat, von den Leuten am besten gefallen hat, einfach von dem ganzen Internetauftritt und allem. Und da war ich dann total glücklich damit. Also als Schulabsolvent bieten wir grundsätzlich zwei interessante Einstiegsmöglichkeiten an. Auf der einen Seite unsere Berufsausbildung als Bankkauffrau oder Bankkaufmann und ein duales Studium. Und wir stellen grundsätzlich von unterschiedlichsten Schultypen ein, stellen in Gesamtdeutschland ein. Unser Bewerbungsprozess für die beiden Ausbildungsberufe ist dreistufig. Das erste ist, dass wir Kolleginnen und Kollegen bei uns im Büro sitzen haben, die sich jeden Lebenslauf und jede Bewerbung im Vier-Augen-Prinzip angucken. Und alle, die, ich sag mal, einigermaßen passen könnten, kriegen eine Einladung zu unserem Online-Test geschickt. Der dauert, glaube ich, eine halbe Stunde, ist auch keine Zauberei. Und dann, wenn man das gut gemacht hat, wird man eben zum Assessment Center eingeladen. Und ja, da haben wir dann verschiedene Tests gemacht, einfach schon ein bisschen Verkaufsgespräch, ein bisschen über einen selber erzählt, einfach was dann auch später in der Bank wichtig ist. Und war zwar ein langer und anstrengender Tag, aber mir hat es total Spaß gemacht. Es waren total viele nette Leute und total offen und locker und war eine super Runde eigentlich.